Okay, in diesem Videotutorial sprechen wir einfach nochmal über die ganz simple Addition. Das sind vor allem Beispielübungen, Wiederholungen. Wir reden auch über das Eins gemerkt oder Eins im Sinn. Das habe ich dir in einem anderen Tutorial schon mal erzählt. Aber machen wir es einfach nochmal mit ein paar anderen Beispielen. Fangen wir gleich mal an. Und zwar mit 11 plus 4. Und wenn du dieses Video jetzt relativ am Anfang anschaust, dann sagst du dir jetzt vielleicht, wow, zweistellige Zahl 11 habe ich noch nie addiert. Bis jetzt habe ich immer nur einstellige Zahlen addiert. Und das ist auch okay. Ich möchte dir jetzt eigentlich zeigen, dass du nur einstellige Zahlen miteinander addieren können musst, um diese Übung oder diese Aufgabe auch zu lösen. Das ist also alles, was du brauchst. Und wie, das zeige ich dir jetzt gleich. Also und zwar beim Addieren von mehrstelligen oder in dem Fall von einer zweistelligen und einer einstelligen Zahl schaust du am Anfang einfach auf die ganz rechte Spalte. Also hier zum Beispiel in unserem Beispiel die 1 und die 4. Die steht hier schön auf der rechten Seite. Und lässt die andere Zahl jetzt einfach mal komplett weg, ignorierst die und konzentrierst dich ganz auf die 1 und 4. Und was 1 plus 4 ist, das weißt du, glaube ich, das ist 5, ne? So, und die 5 kann man jetzt auch genau in dieser Spalte unter die 1 und die 4 schreiben. Dann schreibe ich hier die 5 hin. Und dann kann ich mich der zweiten Spalte widmen. Also hier, ich mache das mal in grün, hier dieser Spalte. Und da steht jetzt nur die 1 und sonst nichts. Und damit kannst du die 1 einfach unten drunter ziehen. Was das im Endeffekt ist, ist die rechte Spalte, ist die Einerstelle. Also da stehen immer die Einerzahlen von einer mehrstelligen Zahl und hier steht die Zehner, hier stehen die Zehner und es geht auch noch so weiter. Das siehst du in den späteren Videos auch. So, also in unserem Fall heißt das 11 plus 4 ist 15. Und wir können nochmal andere Methoden kurz herbeiziehen, die du vielleicht früher schon benutzt hast, um Zahlen zu addieren. Und schau mal, ob das überhaupt stimmt, dass wir das so einfach ein bisschen bestätigen können. Also, was du hättest machen können, um 11 plus 4 sonst zu rechnen oder das Ergebnis zu bekommen, ist einfach Kreise malen. Also 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 4, nehme ich mal hier dunkelblau, 1, 2, 3, 4. Und jetzt zählst du einfach alles zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Und damit kommst du auf das gleiche Ergebnis. Es scheint also zu stimmen. Bin ich ja auch froh. Gut, und eine andere Methode, wie du 11 plus 4 lösen kannst, ist einfach, indem du den Zahlenstrahl dir aufzeichnest. Ist einfach eine Linie mit den Zahlen. Bei 0 geht es normalerweise los, aber die Skala ist rechts und links offen, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, upsala, bisschen schlecht geschrieben hier, 10, 11, 12, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Platz. Oh. Alles ein bisschen krumm. Sorry. 13, 14, 14, na? 15, 16. So. Und auf diesem Zahlenstrahl, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal zusammen gemacht, kannst du jetzt deine Addition durchführen. Du fängst bei 11 an, also hier bei der 11. Und wenn du 4 hinzuzählen willst, gehst du einfach 4 Schritte nach rechts. Also 1, 2, 3, 4 und dann landest du bei der 15. Also egal wie du das machst, wir kommen hier immer zum gleichen Ergebnis. Lass uns einfach
mal weiter üben. Mit ein paar anderen Beispielen denke ich, dass wir da in Übung bleiben. Also, das nächste Beispiel, das wir benutzen, ist 28 plus 7. So, also auch hier konzentrieren wir uns zuerst auf die rechte Spalte und überlegen uns, was ist denn 8 plus 7? Und wenn du es nicht weißt, benutze einfach deinen Zahlenstrahl. Ich schreibe an die Ende von dem Zahlenstrahl immer hier diesen Pfeil. Das bedeutet einfach, dass die Skala hier nicht aufhört, sondern beliebig weit noch weitergeht. In beide Richtungen übrigens. Nicht nur auf die rechte Seite, wo die Zahlen immer größer werden, sondern auch auf der linken Seite. Und ich kann auch beliebig anfangen. Ich fange jetzt einfach mal hier bei der 7 an. 7, 8, 9. Also hier wäre dann auch noch die 6 und so weiter. Das geht dann immer weiter. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter. So, und jetzt malen wir hier unsere 8 plus 7 ein. Also wir fangen mit 8 an und gehen dann in einer Schritten nach rechts 7 weiter. Also zählen hier die 7 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann landen wir bei der 15. Das ist jetzt zufällig auch die 15 wie in der vorherigen Übung, aber hat damit nichts zu tun. Also wir landen hier bei der 15. So, das heißt 8 plus 7 ist 15. So, und jetzt musst du die 15 hier ja irgendwie eigentlich in die rechte Spalte eintragen. Ich male das vielleicht mal hier so ein bisschen auf. Und was dabei zu beachten gilt, ist, du nimmst einfach wirklich nur, wie bei der 28, auch die rechte Zahl, also die 5 und schreibst die hier unten rein. Und die 1 nimmst du mit in die Spalte nebendran, das nennt man 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Die kannst du hier auf den Strich schreiben, so. Und dann hast du hier deine 15 aufgemalt. Und aufgeschrieben und jetzt kannst du die linke Spalte zusammenzählen und das ist 2 plus 1. So, 2 plus 1 und das denke ich weißt du, das ist 3 und damit kannst du hier unten die 3 hinschreiben. Das heißt 28 plus 7 ist 35. So, jetzt denkst du dir vielleicht, aber stimmt das denn auch? Wie kann ich das denn kontrollieren? Also eine Möglichkeit, um zu überlegen, ob das stimmen kann, ist, du nutzt nochmal einfach den Zahlenstrahl. Ich nehme mal hier jetzt grün, fängst bei der 28 an und wenn du 28 und 1 dazu zählst, das wäre 29 und plus 1, also plus 2 insgesamt wären 30, plus 3 ist 31, plus 4 ist 32, plus 5 ist 33, plus 6 ist 34 und plus 7 ist 35. Das heißt, wenn wir hier 7 dazu zählen, dann kommen wir bei den 35 raus. Genau das, was wir vorher auch schon berechnet hatten. Das scheint also zu stimmen. Wunderbar. Dann lass uns noch ein paar weitere Übungen machen. Rechnen wir jetzt mal 99 plus 9. So, und nicht abschrecken lassen, auch wenn die Zahlen am Anfang vielleicht groß aussehen. Einfach erst auf die rechte Spalte konzentrieren. Und da müssen wir rechnen 9 plus 9. Und 9 plus 9 ist 18. Vielleicht weißt du das schon, ohne groß zu rechnen oder Kreise zu malen oder Zahlenstrahl zu malen. Solche Additionen solltest du auf Dauer dann auch auswendig lernen. Das kommt aber ganz automatisch mit der Zeit. Wenn du dir nicht sicher bist, mal einfach Kreise oder benutze den Zahlenstrahl. Es ist immer wichtiger, das richtige Ergebnis zu haben, anstatt hier schnell zu sein. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, nimm dir einfach wirklich die Zeit und mal Kreise oder den Zahlenstrahl auf. Aber in unserem Fall, ich bin mir relativ sicher, dass 9 plus 9 18 ist. Das heißt, die 18 kann ich hier jetzt auch, hätte ich vielleicht eine andere Farbe nehmen sollen, aber macht ja nichts. Die 8 von der 18, also
die Ziffer in der rechten Spalte kann ich hier auch in die rechte Spalte drunter schreiben, also in die Einer Stelle. Und die 1 schreibe ich hier in die Zehner Stelle. Und da sagt man auch 8 und 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Und dann kann ich rechnen, jetzt nehme ich aber wirklich mal eine andere Farbe, 9 plus 1, ja, das sind diese 9 plus 1, und das ist 10. Und jetzt könnte ich auch wieder 10, also die 0 und 1 gemerkt, ich schreibe es mal hier einfach hin, so, und 1 gemerkt, da steht aber nichts. In dieser leeren, da ist ja nur eine leere Spalte, da steht nur das Pluszeichen, aber sonst keine Zahlen. Und da kann ich die 1 direkt unten drunter schreiben. Unser Ergebnis ist dann 108. Dieses 1 gemerkt und 1 im Sinn wird noch ganz intensiv auch in den anderen Videotutorials und in den Übungen beschrieben. Aber lass uns noch eine weitere Aufgabe rechnen. Und zwar nehmen wir jetzt die 56 plus 7. So, und auch hier rechnen wir zuerst die rechte Spalte, also 6 plus 7. 6 plus 7 ist 13. Also schreiben wir hier die 3 und 1 im Sinn. Und dann rechnen wir 5 plus 1 und das ist 6. Und das ist also das Ergebnis 56 plus 7 ist gleich 63. So, ich hoffe, du bist da ganz gut mitgekommen. Rechne einfach weitere Übungen. Denk dir ein paar zweistellige und einstellige Zahlen aus. Rechne die mal aus. Übung ist, denke ich, das Wichtigste. Mit viel Übung kommst du am leichtesten zum Ziel und dann wirst du sehen, dass es immer, immer schneller geht. Und schau dir einfach die weiteren Videos an. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Tschüss.